Apropos Steine. Warte mal, hier brauche ich keine mehr. Da brauche ich noch... Oh, da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar. Bringen wir doch mal einen Satz rüber. Hä, jetzt ist die Angel da wieder verschwunden? Wo ist sie? Ach, jetzt ist sie auf einmal da. Ja, guck. Gut, weg mit dir. Würde ich sagen, könnte ich die Mine hier bald auch einstampfen? Rein theoretisch natürlich. So, dann pflanz mal an, was das Zeug hält. Sehr schön, mittlerweile kommt mal wieder ein bisschen Kohle hier durch, das finde ich super. Wartet mal, ich mach das anders. Ich lass mal kurz eben hier planieren, damit das hier alles sauber ist. Und dann mache ich hier doch einen Bauernhof hin. Und setze das Haus da hinten hin. Ich mache mal Bau stoppen. Planieren müssen die ja dann trotzdem. Meine ich. So, sobald der Holzfäller hier aktiv ist, brauchen wir auch eigentlich keine Bretter hierhin liefern. Das finde ich schon mal recht tröstlich. Hatten wir die zwei Bautypis? Ach, die einen waren gerade hier zugange. Das erklärt's. Ja, komm, machen wir dich dahin und dich dahin und dann ist gut. Dich lassen wir erstmal hier ganz normal arbeiten. Ich überlege gerade, wie ich weitermachen will. Ob ich jetzt sage, dass ich hier vielleicht doch noch Nahrung anbaue, dann müsste ich mir den Plan hier nochmal überdenken, weil das hier die einzige Fläche auf dieser Insel ist, die ich gerade so sehe, die Sinn macht für Getreideanbau. Oder ob ich es rüberschiffen will, aber dann würde ich hier das ein wenig konterkarieren. Wo sind eigentlich meine Planierer? Ach, hier hinten, am Buddeln. Ja, bei Fleisch haben wir genug, ne? Da kann ich eigentlich auch... Machen wir mal so, bringen das unendlich rüber. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Zeit für die Aufwertung, aber sobald wir gleich dann entsprechend Bogenschütze haben... Oh, da ist noch mehr Platz für Gold. Das finde ich super. Sollten wir uns auf jeden Fall vormerken als zweiten Goldspot. So, wie sieht's hier aus? Hier passiert erstmal nichts. Wollen wir mal rüberlinsen, was er so macht? Gucken wir mal.
Ach, guck an, hier eine kleine Gebirgskette mit sehr viel Eisenminen. Aha. Okay, das heißt, wir haben ja noch ein bisschen Abstand. Aber war das nicht... Ich überlege gerade, welche Farbe hatte denn der Gegner, der uns angegriffen hat? Ist schon wieder einige Tage her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube aber, er war blau. Weißt, der kam wohl aus einer anderen Ecke. So, sehr schön. Die Anlegestelle steht. Dann machen wir jetzt mal hier den Anlegespot. Und bringen dann gleich schon mal Gold und Kohle rüber. Ja, wobei, das mit der Kohle, da muss ich echt noch überlegen, ob wir nicht doch lieber hier auf Köhler setzen, weil wir haben ja hier jetzt nicht so furchtbar viel Kohle im Berg. Hier oben ist, glaube ich, noch sind noch zwei Spots, wo wir was machen könnten, ja. Aber. Wir brauchen ja auch hier die Kohle für die Goldproduktion, ne? Ja, ich überlege mir das noch. Wenn ich hier ein zweites Kohlebergwerk, ein zweites Goldbergwerk und eine zweite Goldschmelze machen sollte, dann... halte ich das für sinnvoller, als wenn wir jetzt sagen, wir machen ein zweites Kohlebergwerk, schiffen alles rüber und haben nur eine Goldschmelze. Also, ja, muss ich nochmal in mich gehen und überlegen, wie ich es mache. Zwei Bretter, drei Bretter, da fehlen noch sechs Bretter insgesamt. Ja komm, weißt du was, dann bringen wir mal eine Rutsche rüber. Es wird wohl nicht so dramatisch sein. Und hier muss ich doch wohl mal zulassen, damit die hier anfangen zu planieren überhaupt. So, lieber Winzer, warum erntest du ihn nicht? Der ist doch frisch, also reif, erntereif. Der ist frisch, ey. Was ein Stuss. Wie viele Bäckereien habe ich eigentlich? Habe ich wirklich nur eine? Tatsache. Habe ich hier auf dieser Insel noch irgendwo einen Turm? Nee, ne? Weil der steht hier recht ungünstig. Und ich überlege gerade, ob ich einfach den Turm woanders hinsetze. Zum Beispiel hier. Da nimmt er eh keinen Platz weg. Dann würde ich jetzt mal einen Soldaten händisch rekrutieren. Und damit er da entsprechend rein kann. Und ich... Also noch reicht das mit dem Wasser, aber ich überlege, ob ich nicht... Wenn ich noch eine weitere Bäckerei habe, dann wird es, glaube ich, zu eng. Deswegen sollte ich, glaube ich, noch... Vielleicht... Erstmal hier oben Land einnehmen und dann, wenn es hier passt, hierhin noch ein Wasserwerk bauen. Oder wahlweise auch eher irgendwo anders hin in der Nähe des Wassers. So, zack, das ging relativ schnell zu planieren. Sehr schön, dann machen wir noch hier eine Getreidefarm hin und lassen den da anbauen. Hat eine wunderbare Anbaufläche. So, was wir hier jetzt definitiv haben bräuchten, wäre mehr Logistik-Power. Ich mache einmal hier einen Steinbruch hin. Wohlwissend, dass mir dafür wahrscheinlich sogar noch Steine fehlen. Und hier ein mittleres Wohnhaus. Einfach weil da frei ist und hier will ich ja noch ein paar Bäumchen pflanzen. Damit hier die Logistik mal ein bisschen in Schwung kommt. So, Eisen kannst du auf jeden Fall rüberbringen und Gold kannst du auch schon mal rüberbringen. Und zwar bitte dahin. Kürzester Weg und so, ne? You know?
Ich mache dann hier, sobald das entsprechend weg ist, die Bäckerei hin. Und wie gesagt, wenn es vom Platz her geht, dann kommt hier oben ein Wasserwerk hin. Ich finde jetzt schon keine Bäume mehr. Das ist natürlich schlecht. Dann geht doch mal da unten gucken. Da sind noch welche. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, scheint er keine Fische zu fangen hier. Kann es sein, dass der Spot irgendwie ein bisschen buggy ist? Dann geh doch mal da unten lieber angeln. Vielleicht bringt das ja was. Schauen wir mal. Ja, da fehlt ein Larry. Ach komm, wisst ihr was? Ihr drei könnt dann mal wieder zu Trägern mutieren. Genug zu tun habt ihr mit Sicherheit. Ne, der kommt immer noch ohne Fisch nach Hause. Irgendwas passt da nicht. Ich baue nochmal da oben einen Fischer hin. Jetzt gucke ich dir mal kurz über die Schulter, ob der hier auch wieder dies hat, dass er nur so hinplumpst. Anstatt einen Fisch zu fangen. Okay, der fängt hier irgendwie keinen Fisch. Ich check nicht warum. Warte mal. Dann versuchen wir da oben zu angeln. Ja, den kann ich mir vielleicht auch klemmen. Schauen wir mal. Kannst du mal bitte da die Lücke zumachen? Das wäre sehr toll. Danke. Aber wobei, warte mal, ich kann hier schon ohne weiteres aufbauen. Perfekt. So, da fehlen noch ein paar Steinchen. Hier wahrscheinlich auch. Ja, einer, um genau zu sein. Wir brauchen auf jeden Fall hier mehr Kohle. Ich glaube, ich werde dann entsprechend doch hier auf ein weiteres Sägewerk oder auf zwei weitere Sägewerke und eine Köhlerei setzen. So, erstmal schon mal ein bisschen was gebaut. Was macht das Upgrade? Ah, ein bisschen noch. So, dich können wir dann jetzt abreißen. Und siehe da, es wartet Platz für einen Bäcker. So, wir wollen noch nach einem Wasserwerk gucken. Ja, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Da fehlt eine Sense. Ja, dann produzieren wir doch einfach mal eine. Ach, da fehlen auch noch Steine, okay. Aber wie viele Steine brauchen wir jetzt hier insgesamt? Dafür 2, hierfür 8, das heißt 10 Stück. So. Es möge an der Stelle genügen. So, wisst ihr was? Ich habe erst kurz überlegt, ob ich die zurückverwandeln soll in Träger, aber stattdessen lasse ich die einfach zur Insel rüberschiffen. Macht doch mehr Sinn, oder? Behaupte ich jetzt mal. Seit 30 Minuten nicht gespeichert. Ja, Kinders, wie die Zeit vergeht.
Das klang jetzt gerade, als würde es hier brennen.